Hallöchen alle zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon. Oh mein Gott, Pokémon. Irgendwas stimmt hier noch nicht ganz mit dem Mikro. Hallo, Mikrofon. Was geht? Ja, wir sind da ja noch im Team Rocket Headquarter of Dumicus. Und wir waren gerade dabei, Jackie zu trainieren. Habe ich recht oder habe ich recht? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Lass doch einfach mal Jackie nach vorn setzen vielleicht. Und vielleicht reachen wir dann noch ein paar Levels. Und, oh, da ist ein Gegner. Nice. Ein Kind? Ich mach das zwar nur widerwillig, aber ich muss dich ausschalten. Tut mir leid. Tut mir leid, Kleiner. Oh Mann. Ich will das gar nicht. Was mache ich überhaupt hier? Ja, das ist eine berechtigte Frage, so. Ultraschall. Verfolgung. Oha. Jetzt wird's aber extrem. Alter, Verfolgung ist schon. Ha. Wow. Energy Focus, na gut. Dann haben wir nochmal Ultraschall und dann hat sich Radfratz auch schon erledigt. Und wir erreichen Level 20 höchstwahrscheinlich. Ja, das sieht ganz gut aus, denke ich. Mhm. Ja, danke schön. Aha. Okay. Noch ein Radfratz. Na gut. Ob Donnerschock wohl mehr Schaden macht? Ich weiß es nicht. Wir probieren es mal aus. Donnerschock. Hyperzahn. Okay. Jetzt wird's aber risky. Ja, super risky. Okay, ich glaube, Radfratz hat nicht viel in der Hand gegen uns. Es reicht leider nicht ganz aus. Blöd. Machen wir nochmal Ultraschall. Ein Biss. Na gut. Nicht sehr effektiv. Wir schrecken auch nicht zurück und wir treffen auch mit Ultraschall. Alles sieht gut aus. Alles sieht gut aus. Gar kein Problem für uns. Und noch ein Zubat. Naja. Das passt doch. Hallo, Zubat. Was geht? Wir donnerschocken dich. Donnerschock. Nice. Okay. Dann braucht Jackie den Epitaler jetzt eigentlich auch nicht mehr wirklich, oder? Wir können. Es ist kampffähig. Und er hat verloren. Unsere Jackie ist in einem kampffähigen Alter, hätte ich fast gesagt. Item nehmen. Können wir denn Jackie irgendwas anderes geben? Haben wir noch irgendwelche Items, die brauchbar sind für ein Magnetilo? Wir haben ein Nugget. Das könnten wir ihm in die Hand drücken. Ha. Nice. Was haben wir hier noch? Wundersaat, Granitstein. Sanftglocke. Bringt uns leider nichts. Und Flottstaub ist ja, nur von Ditto. Ich glaube, es gibt einige coole Items, die man so noch kriegen kann, wenn man ein Pokémon einfach fängt. Ne? Schade, dass die Nuzlocke da ein bisschen hinderlich ist. Gucken wir mal. Ich würde gerne mal Jackie heilen, aber haben wir nur noch. Haben wir keine normalen Tränke mehr? Ne, sieht schlecht aus, ne? Dann gönne ich einfach mal einen Supertrank. Du kenn ich nix? So. Einmal nach unten. Okay, jetzt holen wir uns erstmal hier oben. Liegt, glaube ich, noch ein Item. Bin mir gar nicht sicher. Ah, ja, doch. Raub. Wow. Was war Raub noch gleich? Ich weiß es nicht mehr. Aber irgendein Scheiß, glaube ich. Raub. Der Anwender greift an und stiehlt dem Gegner gleichzeitig ein Item, sofern er selbst gerade kein Item trägt. Eigentlich interessant. Was ist denn das? Unlicht, Stärke 40. Ich weiß nicht. Aber es kann eigentlich so gut wie jeder lernen. Und da Ida sowieso aktuell nicht wirklich irgendwas Sinnvolles hat, könnten wir ihm ja auch Raub beibringen. Ihm. Ach, wir machen das jetzt einfach. Wir brauchen Raub sowieso für nichts anderes. Und dann haben wir das wenigstens auch mal gesehen. So. Das ist jetzt einfach mein Argument. Dann haben wir das wenigstens auch mal gesehen. So, Brüller weg. Genau. Das ist ein gutes Argument. Na, ich bin strikt dafür. Okay. Ableitip kann wahrscheinlich leider keiner lernen. Das ist eigentlich auch eine Attacke, die ganz cool ist. Könnten wir mal Holo beibringen. Und jetzt gehen wir hier lang. Was passiert jetzt? Oh mein Gott. Ein Rotschopf. Was hast du nun schon wieder hier verloren? Du musst ja wirklich mächtig auf diese Team Rocket-Nulpen abfahren, aber egal. Vielmehr interessiert mich dieser Drachenprofi. Meine Pokémon waren keine Gegner für ihn. Die Niederlage an sich ist mir Schnuppe. Wenn ich erstmal ein paar stärkere Pokémon habe, verliere ich bestimmt nicht gegen ihn. Was mich wurmt ist, was er zu mir gesagt hat. Er sagte, dass ich meine Pokémon nicht ausreichend liebe und ihnen nicht vertraue. Was ein lauwarmes Gewäsch.
Ich könnte mich in den Hintern beißen, dass ich gegen eine solche Memme verloren habe. Und für einen Kampf gegen dich habe ich sowieso keine Zeit. Mach dich ab! Ah, okay. Warum bist du nur so gemein, Ron? Wir könnten Freunde sein. Zusammen könnten wir viel, viele Abenteuer erleben und viel, viel Gutes tun. Wir könnten viel stärker sein, gemeinsam, weißt du? So, was wollte ich jetzt gerade noch? Weiß ich nicht mehr. Egal. Gehen wir einfach hier rein. Die Tür ist verschlossen. Bob gibt beide Passwörter ein. Die Tür wurde entriegelt. Oder wird entriegelt oder was auch immer. Schönen guten Tag. Willkommen in meinem Versteck, Bob. Ne? Du willst wissen, wer ich bin? Ich bin Giovanni, der große Giovanni. Wie? Was? Ich sehe nicht aus wie Giovanni. Wir sehen uns gar nicht ähnlich. Oh, verflixt. Dabei habe ich mir noch solche Mühe gegeben und geübt. Ich bin Team Rocket Vorstandsmitglied Lambda. Du dachtest wohl, du könntest dich in den Transmitterraum einschleichen, aber da hast du dich verzettelt, mein Junge. Das Zimmer wird nämlich durch ein besonderes Passwort geschützt und dieses geheime Passwort lautet Lang lebe Giovanni. Jetzt wirst du bestimmt baff, dass ich es einfach so verraten habe, aber das macht überhaupt nichts. Denn du kannst damit nicht anfangen und bevor du das Passwort nämlich nicht mit meiner Stimme aufsagst, rührt sich die Tür kein Zentimeter. Versus Lambda. Dum, dum, da, dum, 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 da, dö. Zubat. Oh, das passt hier eigentlich auch wieder ganz gut. Le Zubat gegen Le Magnetilo. Konfusstrahl ist aber frech. Ach, Mann. Komm schon, please, Zubat, please. Tu mir das nicht on. Aber wir kommen durch? Sehr gut. Da freue ich mich ja wirklich arg. Aber es reicht nicht. Aber es ist paralysiert. Das ist ganz gut. Dann Ultraschall. Immer noch verwirrt. Und Ultraschall kommt durch. Nice. Ja, also Jackie ist, ich möchte sagen, Jackie ist ziemlich gut unterwegs. Und Smogon als nächstes. Okay. Wir könnten eigentlich mit Jackie weiter, aber durch die Verwirrung ist halt ein bisschen blöd. Setzen wir mal Happix ein. Happix. Wann haben wir zum letzten Mal mit Happix gekämpft? Ich weiß es gar nicht mehr. Und wann lernt Happix eigentlich Psystrahl? Das wäre mal interessant zu wissen. Dann hätten wir vielleicht eine etwas stärkere Attacke. Lernt das Psystrahl überhaupt? Oder irre ich mich einfach die ganze Zeit? Kann sein. Ich weiß es nicht. Okay, es reicht auch nicht ganz, leider. Gewissheit. Okay, einmal Windstoß. Das dürfte dann ausreichen eigentlich, hoffe ich. Also hoffe ich. Ja, doch. Sieht gut aus. So, das gibt gute Erfahrungspunkte. Level 22 für Happix, nice one, dankeschön. Wirbelwind, ja, darauf können wir ganz gut verzichten, würde ich sagen. Ja, alles klar. Und ein Radikal kommt noch, oha. Radikal, da sind wir eigentlich mit Jackie auch am besten aufgestellt, würde ich sagen. Weil es eigentlich alles ab kann, was Radikal auffahren könnte. Denke ich, hoffe ich, meine ich zu glauben, ich weiß es nicht. Na, wir werden es sehen. Ich möchte nur Jackie ungern verlieren, weil dann haben wir keine Elektro-Pokémon mehr. Hey, also du bist gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Genau, danke schön. Das wollte ich auch gerade sagen. So, Hyperzahn. Macht ordentlich Schaden. Macht ordentlich Schaden. Und wir machen fast gar keinen Schaden. Aber Hyperzahn ist auch gemein. Wir wechseln mal auf Lucky vielleicht. Jetzt dürfte den Hyperzahn auch ziemlich gut abkönnen. Und? Boah, also ziemlich gut abkönnen ist aber auch gewagt. Es darf auf jeden Fall mehr Schaden machen als Magnetilo. OMG, Alter, warum macht das so viel Schaden? OMG, Digga, OMG. Okay. Ah, hinweggefegt. So, wir erholen uns einmal. Ich habe ein bisschen Angst vor Volltreffern. Oder vor einem Volltreffer vorrangig. Hyperzahn, ja. Kannst du auch noch was anderes, yo? Quatsch, wollte ich nicht. Mach mal noch einen Surfer-Kopfnuss, reicht eigentlich. Hyperzahn. Bloß kein Volltreffer. Gut. Läuft. Dann haben wir Radikal auch down. Sehr, sehr schön. Ich freue mich ein bisschen. Ich war völlig chancenlos. Vergib mir, großer Giovanni. Ich vergebe dir.
Vor 3 Jahren löste unser Anführer der große Giovanni Team Rocket auf und verschwand. Doch ich bin sicher, er hatte irgendwo nur auf seine Chance für ein Comeback. Diese Niederlage gegen dich jedenfalls juckt mich überhaupt nicht. Denn ohne meine Stimme kannst du die Tür zum Transmitterraum zu öffnen versuchen, bis du schwarz wirst. Au, oh, mein Zeh. Au. Oh. Mhm. Lang lebe Giovanni! Das Kramox hat Lambdas Stimme perfekt imitiert. Könnte das etwa... Ha, das Rätsels Lösung sein? Man weiß es nicht genau, aber wir... Puh, wir gucken mal. Wir heilen vielleicht auch erstmal, denn es steht uns noch ein Kampf bevor gleich. Und bevor wir den verkacken, heilen wir uns mal. Obwohl es sich fast nicht lohnt. Bei Lucky lohnt es sich. Ansonsten... Wir setzen mal nach vorne. Einfach mal Ida, hä? Ida. Na gut. Komm mit, Ida. Komm, komm, komm. Guter Hund. Ja, komm. Guter Hund. Ja, gutes Hundi. Kriegst ein Leckerli nachher. Lang lebe Giovanni. Oh. Mach die Stimme ganz gut nach. So, wir haben es gleich geschafft. So, da ist es. Hallo? Lang lebe Giovanni. Ja, ist ja gut nun. Muss es auch nicht immer brüllen. Langsam nervt's. Langsam nervt's. Hallo? Lang lebe Giovanni. Och, diese Stimme. Es geht mir auf den Sack. Kling, 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 kling. Lang lebe Giovanni. Kramox kreischt das Passwort mit exakt derselben Stimme wie Lambda heraus. Ja, das sprachgesteuerte Schloss löst sich. Was für ein Zufall. Okay. Stehen geblieben. Wenn wir zulassen, dass sich ein Bike wie du hier so aufspielt, wird der Ruf von Team Rocket dadurch immer mehr Schaden nehmen. Das wäre nicht nur schade, sondern eine Schande. Genau deshalb werden wir hier langsam mal den Schlussstrich ziehen. Du magst noch so stark sein. Wenn du es mit uns beiden gleichzeitig zu tun hast, ist es auch für dich das Ende der Fahnenstange. Sieh es ein. Tut uns leid, aber jetzt wirst du zermalmt. Augenblick mal. 2 gegen 1? Findet ihr das nicht auch reichlich unausgewogen? Aber was erwarte ich schon von Team Rocket? Ihr lebt ja von solchen Tricks. Tut mir leid für euch beide. Aber ich werde an diesem Kampf auch teilnehmen. Ich ändere die Texte natürlich, ist künstlerische Freiheit, ne? Nanu, du bist nicht alleine? Das passt mir aber gar nicht. Ihr frechen Rotzlöffel, lasst euch von mir, Giovannis Vertreterin, eins gesagt sein. Ihr werdet noch früh genug erfahren, was mit Leuten geschieht, die sich Team Rocket in den Weg stellen. Versus Athena. Mhm. Arbok und Traumato. Ja, mit Traguran an der Seite. Mhm. Na gut. Ja, einfach mal. Ja, mhm. Sehr, sehr gut. Okay, Kampf. Eine Unlichtattacke auf ein Psycho-Pokémon dürfte ja sogar Aua machen, oder? Wir probieren einfach mal Raub aus. Pass mal auf. Wir tragen zwar selbst ein Item gerade, aber hey! Was soll's? Giftblick geht natürlich daneben. Natürlich. Sag ich einfach so. Es ist sehr effektiv. Und Hypnose, na nice. Da freue ich mich ja. Genau, also da freue ich mich ja. Mhm. Zu Traboran regelt das wahrscheinlich. Wir versuchen einfach aufzuwachen. Flammrad! Auf wen geht fliegen? Auf Traumato natürlich. Mach erstmal das Schwächere kaputt, ist klar. Mit dem stärksten Pokémon das Schwächste angreifen. Fair. Giftblick geht auf Traguran. Wir können ja nicht paralysiert werden. Aber Traguran hat's nun hinter sich. Und wir schlafen. Nice. Okay, was kommt da? Slimer. Hm? Mach mal auf Slimer Flammrad. Knirscher, oh Gott. Au. Oh. Okay. Geht aber noch, glaube ich. Und Traguran ist paralysiert. Das kann nicht angreifen. Na, nice. Oh, jetzt langsam reicht's aber auch. Gefällt mir jetzt gerade nicht, was hier passiert. Ich nehme mal Lucky zur Hand. Komm, raus, Lucky. Du schaffst das. Guten Tag. Knirscher. Ja. Donner? Okay. Wieder auf das Schwächere. Sag mal, was bist du für eine Pfeife?
Statt dich erstmal um das Stärkere kümmerst, du Idiot. Surfer. Mir egal, ob das Trago angetroffen wird. Kisch! Sowieso nicht effektiv auf Tragoran. Und Donner. Nice. Bye bye, Arbok. Mal schön mit dir. So, was kommt jetzt noch? Erstmal schön Erfahrungspunkte abgreifen. Duflor. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen doof. Aber wir haben eine Eisattacke. Das ist ganz gut. Eiszahn, Duflor. Guck mal. Friss das. Yo. Oh, das hat nicht allzu viel Schaden gemacht, tatsächlich. Säure. Hm. Okay, macht aber schon okay Schaden. War das nur bei Dragoran ein Volltreffer oder auch bei mir? Ich weiß es nicht. Eiszahn. Nochmal. Kling, kling, kling. Ah. Hätte ja ruhig mein... Oh, vorsichtig, Duflor. Vorsichtig. Ach, was die Faulheit aus einem macht. Ich weiß, dass er Kramorks einsetzt. Oder sie. Oh, Mann. Warum? Warum du? Warum du? Warum nicht jemand anders? Jei. Oh. Was? Was war das denn? Ich bin nicht überzeugt. Ich bin nicht überzeugt. Oh. Mann. Oh, das... Oh, Mann. Oh, verpiss dich einfach, du behinderte Alte. Wie kann das denn... Was? Nachtnebel. Oh. Es ist... Oh. Jetzt ist unser Starter kaputt. Jetzt ist... Magnetilo... Wieso will ich immer Magneton sagen? Weiß keiner. Magnetilo kaputt. Alles ist kaputt. Ne? Selbst wenn ich übel war, aber hast du eben so ins Zeug gelegt, dass ich mich erstmal zurückgehalten habe. Du Arschloch! Warum hilfst du mir nicht richtig? Du hast ein Level 40 Dragoran und jetzt alles one-hitten können. Was passiert? Fliegen. Oh, ich schätze Fliegen ein. Lass mich paralysieren, aber ich mache nichts dagegen. Ich bin Siegfried. Ich halte mich zurück. Jetzt haben wir keine Elektro-Pokémon mehr. Und wir haben kein Wasser-Pokémon mehr. Ich meine, für ein Wasser-Pokémon finden wir bestimmt Ersatz. Für ein Elektro-Pokémon... Wahrscheinlich so schnell nicht.
Oh, ja, Schalter, ja, Elektroball ausschalten, kein Signal, Unschuldige, tut mir leid, aha, ja, okay. Oh, Leute. Ach nee, ich will nicht speichern. Oh, Jackie und Lucky. Oh, aber... Oh, Lucky. Und Jackie. Und Lucky. Und Jackie. Und... Oh. Beute. Erstmal Supertrank. Wir haben jetzt mit 3 Elektroball zu tun. Da kann Jutlo uns sicherlich helfen. Oh, das ist super schade. Starter zu verlieren ist immer super mies, einfach. Oh, das ist... ziemlicher Ätz. Bin ich gerade ein bisschen nicht so überzeugt, muss ich sagen. Bin ich gerade nicht so überzeugt. Was nehmen wir denn jetzt als Wasser-Pokémon-Ersatz? Wir brauchen einen Ersatz. Wir brauchen ja, müssen ja irgendwie surfen können und so. Allgemein, Wasser-Pokémon sind immer wichtig. Wie ätzend das ist. Ich meine, wir haben einige coole Alternativen, das muss man ja sagen. Wir könnten zum Beispiel einen Quapsel fangen. Wir könnten... Ein Quapsel wäre sogar ziemlich nice. Aber da bräuchte man aber auch wieder einen Wasserstein. Noch einen Stein entwickle einfach. Vulcano ist ja schon ein Steinentwickler. Und dann noch Quapuzzi zu Quapo ist ja auch eine Steinentwicklung. Oh, das ist super ätzend. Könnten noch Krabby fangen. Das Seepa könnten wir noch fangen. Was könnten wir noch so? Wir könnten noch Jurob, Mushas, Remoraid. Weil ich Remoraid nicht haben möchte. Aus Gründen. Aktuell. Was haben wir noch für Alternativen für Wasser-Pokémon? Sicherlich noch einige. Garados, ne? Garados. Ja, wir müssen eine Alternative finden. Es führt ja keinen Weg dran vorbei. Und wir können ja überall noch Wasser-Pokémon fangen im Prinzip, weil die ganzen Seerouten zum Beispiel sind ja Routen für sich. Oh, Tentacha. Oh, ich glaube, ich möchte einen Tentacha im Team. Das ist zwar absolut kein Ersatz für Lucky, aber ich glaube, Tentacha wäre ganz nice. Wobei Krabby halt auch ziemlich nice ist. Aber ich glaube, Tentacha ist eher noch... Weiß ich nicht. Hätte ich Bock drauf. Endlich ist dieses seltsame Signal verschwunden. Damit sollte mit dem Sehen nun auch alles wieder beim Alten sein. Das haben wir alles nur dir zu verdanken. Lassen wir im Namen aller Pokémon Danke sagen. Ach ja, hier, nimm das noch bitte mit. Das habe ich vorhin gefunden, aber ich habe keine Verwendung dafür. VM05 erhalten. Whirlpool. Das nennt sich Whirlpool. Bringe das einem Pokémon bei, um selbst stürmische Gewässer zu überqueren. Aber ohne den Orden aus der Arena von Mahagonia City wird dir das nicht gelingen. Also, pass auf. Man sagt, der Weg zum Pokémon-Champ sei hart und steinig. Willst du es dennoch versuchen? Ja, aber ja, du hast völlig recht. Wer so leicht aufgibt, hatte wohl nie vor, seinen Traum zu verwirklichen. Also dann, bis irgendwann mal. Geh weg, du Fuzzi, ey, ich mag dich nicht mehr. Ohne Scheiß, ne? Oh, ich hab mich zurückgehalten. Ich bin Siegfried, der große Drachenprofi. Ich muss mich nicht anstrengen. Ich muss mich nicht anstrengen. Nö, ich bin Siegfried. Ich streng mich nicht an. Halt die Schnauze, Mutter. So, willkommen in Mahagonia City. Und wir schauen mal, was wir so machen können. Mal gucken, ne? Also, jetzt erstmal Pokémon heilen. Ja, jetzt heilen wir zwar die Besiegten mit, aber die legen wir sofort ab. Obwohl mir das im Herzen weh tut. Im Herzen tut's mir weh. Besonders bei Lucky. Wobei, wir müssen alle Verluste sehen als
Wir müssen alle Verluste sehen als neue Chancen. Achso, ich wollte natürlich noch ganz kurz das Item haben. Nicht geben. Nehmen. Wir müssen alle Verluste als Chance sehen. Alles andere macht wenig Sinn. Und ich schaue jetzt mal ganz kurz in der kleinen Aufnahmepause, die ich jetzt mache, weil Folgenende und so, was wir für schnelle Alternativen haben, Wasser-Pokémon-mäßig. Okay. Was haben wir hier noch für Pokémon? Girafarig wäre auch ganz cool. Naja, mal sehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, nicht wahr? Jutlu? Streckt sich lang und macht ein Päuschen, genau. Sehe ich auch so. Also bis zum nächsten Mal dann. Und ciao.